So. Ich weiß nicht, ob ihr meinen roten Ausschlag sehen könnt. Ich habe ihn ja jetzt an beiden Augen. Auf jeden Fall habe ich als Sonnencreme von Nivea Sun die Gesichtscreme. Sofortiger Schutz mit 30% Schutz. Und ich nehme die ja auch für den Körper, weil die wirklich nicht klebt. Also wenn ihr, also zumindest die, ich hatte ja jetzt die ganzen Jahre schon von Nivea die Sonnencreme fürs Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich immer die hatte. Aber auf jeden Fall klebt die nicht und es ist so angenehm. Und die duftet. Also ich mag den Duft total gerne. So, ich mache mich jetzt fertig. Ich habe Make-up von Fit Me die Foundation in der Farbe 105. Ich mache das alles mit dem Finger, geht irgendwie schneller. Ich habe neulich ein Video gesehen, selbst Make-up-Artists machen es oft mit den Fingern, weil dann einfach das Produkt durch die Wärme von der Hand besser mit der Haut verschmilzt und sich dann besser verbindet, als wenn man das Ganze mit einem Pinsel macht. Irgendwie schaffe ich es immer, meine Lippen auch mit Foundation einzuschmieren. Concealer, da habe ich den Löscher von, auch von Maybelline. Ich mache jetzt nur ganz schnell. Ich habe ja immer noch so den Ausschlag an den Augen. Von Catrice Glow Illusion Loose Powder. Ist so ein Fixing Powder. Man mag es nicht, glaube ich, aber ich habe immer noch dieses Dirndl Love Rouge. Immer noch. Okay, das ist jetzt ein bisschen viel. Ich habe neulich eine gesehen, die hat erst das Rouge aufgetragen und dann Puder. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge ihr verwendet. Also ich finde immer, irgendwie, wenn man so Schlafmangel hat, das Gehirn funktioniert einfach nicht mehr richtig. Man hat wirklich Wortfindungsstörungen. Augenbrauen, Dingens, Brumsens, fällt mir auch das Wort nicht ein, habe ich auch nicht mehr. Also ich habe nur das von Art Deco, dieses, den Braufiller. Aber ich mache das jetzt wieder mit so einem Lidschatten von Naked, der Palette. Weil ich finde, es gibt ein bisschen mehr Farbe ab und dann sehen die Augenbrauen ein bisschen intensiver aus. Also ich mache da nicht so ein Drama aus meinen Augenbrauen, sondern bei mir geht das alles ganz schön. So, dann immer die Frage Lidschatten, welchen benutze ich? Ich habe irgendwie nicht mehr so viele aktuell, wo ich sage, ja, ich nehme jetzt meine alte Naked Palette und nehme den Ton hier, das ist so ein Goldbraun mit einem leichten Rosé-Stich. Ich bin übrigens ein bisschen in Eile, deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, wahrscheinlich, ne? So, das gebe ich jetzt auf mein bewegliches Lid, nicht ganz bis nach vorne. Und für unten überlege ich immer, was könnte ich unten auftragen? Ich trage das jetzt mal unten noch mit auf. In der Kamera sieht es oft, selbst wenn ich unten keinen schwarzen Kajal Strich habe, sieht es trotzdem schwarz aus. Auch wenn der braun ist oder so. Voll witzig. Mir sind ja die Augen immer sehr wichtig und die betone ich auch gerne. In dieses Schwarz. Und mal mit so einem ganz dünnen Pinsel male ich mir einen Strich. Alle Sachen, die ich habe, sind eigentlich schon ewig alt. Also ich habe eigentlich nicht so viel Neues. Auch an Pinseln, die ich benutze, habe ich da jetzt nicht so die neuesten Pinsel. Also ich benutze eigentlich hauptsächlich immer das Gleiche. So ein bisschen am unteren Wimpernkranz, dass da so ein bisschen Definition da ist. Also ich trage jetzt einmal meine eigentliche Mascara auf, in der ist aber fast nichts mehr drin. Und dann trage ich die andere Mascara drüber. Mein Traum wäre es übrigens immer noch Mascara-Testerin zu werden. Also einfach sich mal durch alle Mascaras, die es gibt, durchtesten zu können. Herrlich. Früher als Kind habe ich mir gewünscht, mich durch den Supermarkt durchtesten zu können. Fände ich auch noch cool. Aber sich durch alle Mascaras zu testen, einfach mal jeden Tag eine andere ausprobieren und dann halt auch vergleichen. Das wäre toll. Ihr wisst, ich liebe Mascara.
Und die Wimpern, die sind mir auch extremst wichtig. Aber ja, wie gesagt, da ist nicht mehr viel drin. So sieht es halt danach aus. Also mir persönlich ist das zu wenig. Ich mag halt wirklich gern, wenn die Wimpern so richtig schön betont sind. So, ich gebe die jetzt noch oben drüber. Da ist noch ein bisschen mehr Farbe drin. Auch wenn die an und für sich nicht so einen tollen Effekt macht, aber einfach, dass man wenigstens ein bisschen was von den Wimpern noch sieht. Das tat weh. So, also ich bin jetzt soweit frisch gemacht. Bruno, da zuckt's. Komm her. Ach, die Zunge ist so süß. Wer hält gerade noch die Luft an? Na, Lottchen, hast du dir ein schattiges Plätzchen gesucht? Mitten in den Ameisen. Diese Hitze, grauenhaft. Also echt. Es soll die nächsten Tage noch heißer werden. Ich habe es vorhin im Radio gehört, ich habe es auch auf meiner App auf dem Handy gesehen. Ich dachte mir so, nee, bitte nicht. Das ist echt nicht schön. Also ich gehe jetzt pflücken für die Babys, habe so einen Kühlakku mitgenommen, dass mir das ganze Grün nicht gleich kaputt wird. Und irgendwie glaube ich, meine Nummer wurde verkauft, meine Handynummer. Ich bekomme heute den ganzen Tag über schon Anrufe von einer unbekannten Handynummer. Beziehungsweise von verschiedenen Handynummern, weil ich blockiere die dann jedes Mal. Und dann ruft mich wieder irgendeine unbekannte Handynummer an. So, ich gehe los. Gott. Sommer schon im Mai, das ist echt... Wow, ein Paradies für Lotte. Hier wächst ganz viel Zinnkraut. Herrlich. Da werde ich auf dem Rückweg auf jeden Fall was für sie pflücken. Hier die ganze. Hier alles voller Zinnkraut. Dann haben wir noch Himbeerblätter unten. Herrlich.
Herrlich, herrlich. Also wirklich. Und unten ganz viel Wiese. Ich gehe jetzt mal hier hinter. Boah, was ist passiert? Also letztes Jahr war hier nicht so viel Zinnkraut. Hier ist ja alles voller Zinnkraut. Der Wahnsinn. So, jetzt bin ich im Wald. Da ist es auf jeden Fall angenehmer. Einmal Majoran, wilder Majoran oder Dost. Ich glaube, man nennt ihn auch Thymian. Auf jeden Fall ist der auch ganz gut für die Babys. Und hier haben wir die fette Henne. Da werden sich die Babys freuen. Es ist hier so eine wunderschöne Landschaft. Man fühlt sich wirklich wie im Urlaub. So mit Bergen und Tälern und Höhen und Tiefen und Tälern. Wunderschön. Ich glaube, das hier ist auch schon fränkische Schweiz. Also ich musste ja immer noch ein bisschen fahren. So ein paar Kilometer, bis ich aus Bayreuth draußen bin. Und dann bin ich hier in der paradiesischen Landschaft. Lotte möchte ihren Peppeli Pep. Möchte Lotte ihren Peppeli Pep? Oh Lotte, mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Schau mal, möchtest du erstmal deine Backmotion-Tablette? Oh Schatzi, ich liebe meinen Keks. Lotte, kommst du? Schau mal her. So, jetzt machen wir erstmal eine Drehung. Nee, du willst lieber Peppeli Pep? Also, Lotte möchte lieber Peppeli Pep. So, also, Schatz, komm her. Warte einen Moment. Ja, super. Warte. Mami ist nicht so schnell. Warte. So, schau mal. Einmal Peppeli Pep. Wow. Ich liebe dich. Oh, ich liebe dich so, mein Keksi. Also Lotte macht das doch wirklich, oh, wir können sogar bei dem Bild sein. Macht Lotte das nicht absolut fantastisch? Oh, und der Bruno ist ein, wow, Bruno. Super. Lotte, immer wenn du das machst, fällt irgendwas runter. So. Ich habe es ein bisschen eilig, ich muss nämlich nachher nochmal losfahren und was abholen. Und im Moment ist es in Bayreuth echt schlimm. Weil meine Strecke gesperrt ist und dann muss ich quer durch die Stadt fahren mit ich weiß nicht wie vielen Ampeln und dann sind alle rot und die eine Ampel, an der ich links abbiegen muss, da können immer irgendwie nur 2-3 Autos drüber und wenn jemand dann ewig braucht, bis er losfährt, dann ist die Ampel schon wieder rot und gestern waren wir beim Tierarzt und ich stand echt 3 Ampelschaltungen an dieser Ampel und dann lauter eine rote Ampel nach der anderen und eine Fahrschule vor mir, also echt nervig, aber ich habe die Hoffnung, wenn ich ein bisschen später losfahre, dass es dann besser ist. Schaut den Bruno an, wie er seinen Karottengrün mümmelt. Macht er super, ganz super. Zum Abendessen gibt es heute einen Apfel und eine Kiwi und ich koche mir Nudeln mit Tomatensauce, Champignons. Die Soße ist mit Sahne verfeinert, italienischen Kräutern, Salz, Pfeffer. Wie süß, ich wusste, dass es Emily als erste nutzen wird. Emily liebt Häuser, Tunnel. Emily ist übrigens ganz bunt von Rote-Bete-Saft, Immunbrei, Kurkuma, Karottensaft, dann von dieser Augenlösung. Das gefällt ihr. Meist ist süß.
Oh, Erik. So, okay, also ich bin im Stress. Stellt euch vor, wie dann mein Essen komplett aussieht. Ich muss ja jetzt dann nach dem Essen nochmal los, muss heute Abend nochmal Lottes Ohren spülen und Patientenversorgung. Deswegen stellt euch vor, wie mein Essen aussieht. Es gibt Mozzarella noch dazu. Und ja, ich werde jetzt, während ich das Obst esse, schon mal anfangen, die Daten auf den Computer zu übertragen und werde dann während des Essens das Video schneiden, soweit ich komme, und dann losfahren. Und ja, bis morgen. Tschüss.